Kamera läuft übrigens. Also sehr gut, okay. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder mit Marius Golf weiter. Hallo. Wo fangen wir an? Jetzt, wo die Technik hier so... Da, wo ich gestern Abend aufgehört habe. Die Technik so einigermaßen fertig ist. Da fällt mir auch gerade an, wir können eigentlich mal die Servopumpe einmal anlaufen lassen nachher. Mhm. Weil das wird einige bestimmt interessieren, weil das Ding klingt wirklich wie so ein Computer, der sich hochfährt, wenn du die anmachst. Ne? So, die Technik ist fertig, also geht es mit der Elektrik weiter. Und da wir ja noch nicht das ganze Auto umgebaut haben, haben wir uns überlegt, wir bauen die gesamte Elektrik auch noch um. Eigentlich nur, weil Herr Wehmeier ja gerne diesen Tacho da drin hätte. Verständlicherweise. Ich finde den extrem... Sieht schon cheffig aus, das mega, Ding. Ja. Selbst wenn er aus ist, sieht er schon geil aus. Natürlich hätte man das Ganze adaptieren können mit dem Originalsteuergerät und so weiter. Praktisch sind wir aber bei diesem Auto jetzt irgendwo an einem Level, wo ein frei programmierbares Steuergerät natürlich Sinn macht. Und dann haben wir lange überlegt, was machen wir rein und so weiter. Aber da wir relativ viel mit dem Ben und mit dem Chris von KKS zusammenarbeiten, kam eigentlich nur in Frage, dass wir eine Emu einbauen. Ja. So, die hat auch schon Platz gefunden. Auf dieser wunderschönen Aluplatte im Wasserkasten. So, Emu Black natürlich ist drin. Warum haben wir das gemacht? Eigentlich nur aus dem Aspekt, da wir uns natürlich auch, ich sag jetzt mal, weiterbilden wollen. Und ich an der Limo schon relativ viel Spaß hatte, so einen Kabelbaum zu bauen. Und man muss einfach sagen, hier ist halt alles 20, 30 Jahre alt. Ja. Das heißt, egal wo du den originalen Kabelbaum angefasst hast, es hat alles geknirscht, geknackt und so weiter. Deswegen haben wir gesagt, ganz oder gar nicht. Am liebsten hätten wir noch eine PMU verbaut. PMU, Power Management Unit, eigentlich eine coole Sache. Man hat ein zentrales Steuergerät, geht dort nur mit einem Pluspol drauf und über Kondensatoren da drin kann man wirklich alles schalten, wie man will. Das heißt, man braucht keine Sicherung, keine Relais mehr. Das läuft alles über Kondensatoren da drin. Das hätte jetzt allerdings den Rahmen gesprengt. Finanziell vor allen Dingen. Deswegen geht es da im Winter weiter. Jetzt bleibt es erstmal so. Aber es wird wirklich alles, was irgendwie mit dem Motor zu tun hat, neu gebaut. Genau. Also Plug-and-Play-Kabelbaum kam für mich nicht in Frage, weil wir viele eigene Vorstellungen haben. Und wie du schon sagtest, jedes Kabel rissig, brüchig und so weiter ist. Ne? So, das heißt, wir bauen jetzt diverse Kabelbäume. Einmal den gesamten Kabelbaum vom Motorsteuergerät. Dann einmal ein Kabelbaum hier vorne, so für Lenkung, Spritpumpe, Wassermethanolpumpe und was da so alles ist, genau, Lüfter. Genau, die Relais werden wir später hier auch direkt hier vorne finden. Genau, dann müssen wir natürlich nochmal Strom zum Steuergerät legen. Und ja, das wird ein bisschen Action, ne? Ja, und dann haben wir noch so ein paar Sensoren. Genau, da geht es jetzt nämlich gleich weiter. Also, Steuergerät sitzt da vorne, jetzt geht es weiter mit Kabelbaum. Ja, das hier ist Kabelbaum Nummer 1, da gehen wir später drauf ein. Das ist der eine Kabelbaum, den du schon fertig gemacht hast. Das ist quasi komplett, wie eben gerade gesagt, Stromversorgung für die beiden Kraftstoffpumpen. Genau. Das sieht nach Lüfter aus. Und Wassermeter. Wassermeter Nullpumpe. Alles mit Relais. Alles direkt abgesichert. Ja. Für die Pumpen ein XXL-Relais. Ja. Und das ist... Das wird noch. Das wird noch. Die beiden werden auch noch. Ja. Aber das Ganze ist erstmal nur der Kabelbaum, der da rechts hinkommt. Genau. So, nun ist das Ganze mit Strom bei so einem Motorsteuergerät immer so eine Sache. Man unterschätzt immer, wie viel Verbraucher am Ende daran hängen. Das heißt, man hat ja als größte Verbraucher am Motorsteuergerät die Zündspulen, weil so eine Zündspule, gerade bei den hohen Ladedrücken, braucht schon gut Bums, damit die auch immer noch den Zündfunken überspringen lässt. Deswegen legen wir einen extra Stromkreislauf von der Batterie in den Innenraum, von dort aus zum Motor, einmal rein nur für die Zündung. Und einen weiteren Stromkreislauf für Steuergerät, die ganzen Sensoren und so weiter. Ne? Ja. Ich habe schon mal eine halbe Saison Fehler bei Zündung gesucht. Und wer das mal hinter sich hat, der... Genau, hat Marius hat hier erstmal wunderschön seinen V6-Motor. Genau, ich hatte Lust zu malen. Das ist so grob der V6-Motor. Und das ist der wunderschöne Kabelbaum, den von EMU immerhin zum Steuergerät mit dazu gibt. Dieser universelle, ne? Der ist halt auf der einen Seite schon mal eingepinnt für den Stecker. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, 1,50 Meter Kabel dran. Und das Ganze muss jetzt leider in diese beiden Stecker rein. Es wäre allerdings zu einfach, wenn es nur diese Kabel sind. Weil diese Kabel sind halt leider immer nur die Signalkabel.
Das heißt, zusätzlich zu diesen ganzen Kabeln müssen wir auf jeden Fall noch Plus und Minus verlegen. Ja. Dann gibt es ja dementsprechend 12 Volt und 5 Volt. Mhm. 5 Volt für die ganzen Sensoren. Das kommt allerdings aus dem Steuergerät raus. Und es wäre ja zu einfach, wenn es das schon wäre. Nein, wir haben natürlich einmal das große Paket gleich genommen. Das heißt, ich erkläre euch mal grob, was so alles verbaut wird. Diese Platte sitzt später bei dir, weil jetzt ja kein Wärmetauscher mehr drin ist, unterm Handschuhfach. Genau. Hinterm Handschuhfach. Also unsichtbar hinterm Handschuhfach, genau. Den fetten Kabelbaum, den ihr eben gerade gesehen habt, das ist der neue Kabelbaum. Man hätte das Ganze einfach direkt an die ZE schließen können. Mhm. Zentralelektrik. Allerdings auch wieder 20, 30 Jahre alt. Keiner weiß, was in so einem Kasten wirklich los ist. Jetzt nutzt man ihn nur noch für Licht. Genau. Das heißt, wir haben uns entschieden, wir nutzen das nur für Licht und nehmen natürlich Klemme 15, das Zündsignal. Wenn ihr den Schlüssel umdreht, gibt es quasi einen 12 Volt Kreislauf, der geschaltet wird, wenn die Zündung an ist. Das nennt sich Klemme 15. Mit diesem schalten wir unsere beiden Stromkreisläufe. Mhm. Das heißt, wir haben einmal einen Kreislauf rein für die Zündung und einen Kreislauf für Motorsteuergerät und alles weitere, was hier so rumfliegt. Genau. So, das Ganze geht also von hier dann zum Motorsteuergerät und vom Motorsteuergerät geht es zum Motor. Das heißt, der Motorkabelbaum wird später zweiteilig, eigentlich ein Teil, aber hier kommt nochmal ein Stecker zwischen. Das heißt, wenn du den Motor ausbauen willst, kannst du oben am Steuergerät den Kabelbaum einfach abnehmen, auf den Motor legen und musst einmal den Stecker zum Innenraum trennen. Genau. Und hast immer alles in Sichtbereich, griffbereit unter Handschuhfach. So. Jetzt fangen wir mal an. Normalerweise kann die Emu Black schon relativ viel. Das heißt, die kann unter anderem Klopfen, Ladedruckregelung, Breitband-Lambda-Sonde, Abgastemperatursensoren, Wassertemperatur, Ansauglufttemperatur. Die kann schon recht viel. Mhm. Wir wollten es aber gleich wieder komplett übertreiben, wenn man es schon jetzt einmal macht, und haben deswegen dieses Modul, EGT2KEN. Das ist einfach dafür da. Normalerweise kann die Emu nur zwei Typ K Temperatursensoren, das sind so diese typischen Abgastemperatursensoren, wie sagt man, unterstützen. Dieses Modul kann bis zu 8 unterstützen und generiert dann einfach ein Kennbussignal, welches überall in dem Auto abgreifbar ist, weil mittlerweile am Ende eine große Kennbusschleife durchs ganze Auto liegt. Und man kann im Motorsteuergerät sage und schreibe 8 Sensoren anschließen. Plus theoretisch 2, die er eh kann. Mhm. Also wenn du doch nochmal einen Sensor ins Endrohr machen willst oder so, gibt's ja keins mehr. Haben wir noch ein bisschen was offen. So, da geht es mit los. Dann geht es weiter USB to CAN. Dieses ist relativ wichtig, dass wir über CAN-Bus später das Motorsteuergerät auch beschreiben können. Normalerweise müsste man immer ein Kabel vom Motorsteuergerät bis in den Innenraum legen. Geht natürlich auch. Praktisch kann man aber auch einfach dieses Zwischenteil irgendwo im Innenraum hinsetzen und kann dann immer direkt hier mit dem USB-Kabel reingehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das korrekt ist, was ich gesagt habe, dass man es dann über CAN-Bus beschreibt oder über den seriellen Anschluss, der in den Kabelbaum reingeht. Auf jeden Fall braucht man dieses Teil, wenn man von überall beschreiben will. Gibt es zwei Varianten. Genau. So, dann geht es weiter mit diesem EDL. Coole Sache, ist ein Datalogger. Das heißt, je nachdem, wie Herr Wehmeier später fährt, können wir diese Karte hier rausziehen. Das hast du leider ein bisschen ungünstig geklickt. Oh ja. Na, siehst, ja, ich wusste nicht, dass du rausziehst. Wobei, jetzt reicht ja, wenn du die kleine rausziehst. Ja, die fällt doch sofort weg. So, okay, also das Ding müsst ihr euch ja nochmal 90 Grad im Ecke vorstellen. Dann war es wieder zu spät gestern Abend. Dieses Teil wird auch einfach über CAN-Bus angeschlossen und schon kann das Motorsteuergerät während der Fahrt hier drauf loggen. Das geht normalerweise nicht. Das Motorsteuergerät hat keinen eigenen Speicher, das würde nur auf den Laptop loggen. Das heißt, wir müssten immer einen Laptop anschließen und anhaben. Finde ich persönlich deutlich anstrengender als einfach dauerhaft eine Karte drin haben, weil dann egal wie, wo, was Herr Wehmeier macht, ich kann es mir danach auf der Karte mal angucken. Plus, meist fahren wir ja so 3 bis 5 Stunden nach dem Event nach Hause und dann zieht Philipp meist schon das erste Resümee. Genau, auf dem Rückweg kann man dann immer schon mal gucken. So, jetzt letztes Teil, ja nicht ganz letztes Teil, GPS2CAN, eigentlich eine extrem coole Sache, ist ein GPS-Empfänger. Das heißt, hier kommt eine GPS-Antenne dran und dann hat das Motorsteuergerät nicht nur die Geschwindigkeit aus dem Tacho von Raddrehzahlsensoren, sondern zusätzlich auch noch ein GPS-Sensor drin. Das heißt, du kannst sofort erkennen, zum Beispiel, ob das Auto gerade durchdreht oder nicht. Mhm. Bei Frontantriebautos wäre es relativ einfach, da hat man einfach eine Drehzahl vorne zu hinten und schon sieht man, ob es durchdreht. Bei Allradfahrzeugen ist das ein bisschen schwieriger.
Da geht es halt nur über GPS, weil wenn dann meistens alle vier Räder durchdrehen und somit erkennt man sich. Ne? Aber bei GPS hat man wirklich immer genau den Abgleich zwischen reell und so weiter. Halt, ne? Aber Marius, seiner bleibt Frontantrieb. Ja, habe ich. Nämlich eben genau das Gleiche habe ich mir auch gerade überlegt. Denken Sie jetzt alle, wir bauen noch Allrad? Nein, nee. Bleibt natürlich Frontantrieb. Aber hiermit ist es einfach später für die Datenauswertung. Das ist nämlich ein Riesenvorteil, das habe ich vergessen. Ein Riesenvorteil von einem freiprogrammierbaren Steuergerät gegenüber dem alten Steuergerät ist halt einfach diese Datenaufzeichnung. Es geht zwar mit dem Original-Steuergerät, mit unseren Displays und so weiter auch, aber es ist halt unterm Strich deutlich mühseliger, als nach einem Event auf dem Rückweg diese Karte hier rauszuziehen. Ja. Und wir sehen alles, egal ob Drehzahl, Geschwindigkeit, alle Sensoren und so weiter. Ne? Da ist das natürlich schon. Plus, was ich angenehm. Auch cool finde, ich kann hier auch einen Schaltblitz zum Beispiel drüber bestimmen, ne? Und der zeigt mir halt dann wirklich die Geschwindigkeit an und nicht die Drehzahl. Ne? Genau. So. Das heißt, wenn man als Beispiel einstellt bei 150 im ersten Gang, soll dann so langsam der zweite eingelegt werden. Dann sind es nicht 150 Rad, sondern 150 Karosse. Genau, GPS. Also erkennt es wirklich, dass die Drehzahl zum nächsten Gang passt. Ne? Ja. So, dann genau hier dieses ADU7. Das ist, glaube ich, auch das größte Display, was es gibt. Auch schön mit Schaltblitzen und so weiter. An dieses Display schließen wir deine vier ABS-Sensoren an. Dieses Display ist dafür ausgelegt, vier ABS-Sensoren angeschlossen zu bekommen. Darüber generiert es ein Tachosignal, als auch es gibt auch wieder über CAN-Bus die Werte ans Motorsteuergerät weiter. Das heißt, egal welches Teil ihr hier seht, das kommuniziert alles später über CAN-Bus mit dem Motorsteuergerät. Das heißt, über dieses Modul können wir wirklich in jedes dieser Steuergeräte hier rein. So, dann wird hier auch noch angeschlossen dieser kleine Drehschalter. Da kannst du dir drauflegen, was du willst. Das heißt, da kann man verschiedene Setups, Ladedruckstufen, Traktionsstufen. Das heißt, wenn du weißt, heute regnet es, fahre ich auf 0, heute ist geklebt, fahre ich auf 9. Das ist einfach schon mal so ein Basis-Setup, was man später einfach einstellen kann. Hier ist es zum Beispiel so, hierfür bräuchten wir zum Beispiel auch wieder einen analogen Eingang. Das heißt, diese Steuergeräte haben nicht unendlich viele analoge Eingänge. In dem Fall bei der EMU sind es, ich zähle mal kurz durch, 2, 3, 4, 5, 6. Die hat 6 analoge Eingänge, welche relativ schnell durch Sensoren, EGAS und so weiter voll sind. Nächstes Vorteil, wir wollten unbedingt auf EGAS bauen, weil das für die Traktionskontrolle einfach viel, viel geiler ist, dass man bewusst die Drosselklappe zumachen kann, was bei Seilzug logischerweise nicht geht, weil wenn du Fuß die Klappe aufmachst mit dem Zug, ist er halt auf. Und so kann das Steuergerät zur Not sagen, nein, jetzt Drosselklappe zu. Deswegen können wir jetzt aber diesen Drehzahlsensor zum Beispiel an das Display anschließen, weil das Display kann, glaube ich, auch 6 oder 4 analoge Eingänge. Und schon können wir als Beispiel jetzt mal, damit ihr das versteht, wir könnten an das Display einen Benzindrucksensor anschließen. Wir würden es aber im Motorsteuergerät über CAN-Bus sehen. So, und nun kommt noch der allerinteressanteste Teil. Da wir ja so eng mit der Firma CAN-Check zusammenarbeiten, weil wir das Display ja in unserem Oma-Golf so getestet und für gut befunden haben, habe ich gesagt, beziehungsweise die Jungs von CAN-Check haben auch gesagt, wir brauchen unbedingt dieses Display. Das kommt hier plopp, wunderschön noch daneben. Rein, natürlich rein, nicht drauf. Natürlich rein, kommt natürlich hier so rein. Warum? Eigentlich bleibt in dem Fall das Display relativ, ich sag's jetzt mal hart, dumm. So. Es regelt nichts wirklich. Genau, wir haben das Display in dem Fall wirklich rein erstmal nur als Anzeigeinstrument. Natürlich kann man sich auf dem großen Display alles anzeigen lassen, aber ich finde es zum Beispiel extrem geil, wenn du dir auf diesem Display nur, ich sag jetzt mal, die 6 Abgastemperaturen anzeigen lässt von jedem Zylinder, dauerhaft. So, man hat gleichzeitig direkt immer eine Maximalanzeige drunter. Jeder von euch kennt es, ihr seid einen Lauf gefahren, wollt am liebsten sofort wissen, was war da los. Man kann aber nicht immer erstmal auf die Kamera gucken und gucken, was man da so gefilmt hat. Man kann auch nicht direkt in den Log reingucken und so weiter. Deswegen finde ich es schön, dass man es dort wirklich direkt sieht, weil das Ding nämlich die Maximalwerte erstmal speichert. Also ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dieses Display kann einen sogenannten CAN-Switch über Touch-Display. So, das heißt, wir können uns hier zum Beispiel drauflegen, dass du im Motorsteuergerät hinterlegst, dass du meinetwegen auf den Knopf drücken kannst und in dem Moment fährst du nur Dosendruck 1 Bar. Dann könntest du dir diesen imaginären Knopf hier drauflegen, du drückst drauf, das Steuergerät kriegt das CAN-Bus-Signal, jetzt soll ich schalten und zack, fährst du quasi nur Dosendruck. Das heißt, man spart sich hier so eine Latte an Schaltern und kann halt relativ viel mit diesem Display programmieren.
Weiter geht's, je nachdem, wie weit man das spinnen will. Theoretisch kannst du über das Display zum Beispiel deinen Lüfter schalten, deine Benzinpumpen schalten. Du kannst dir eine Wegfahrsperre drauflegen, indem die Benzinpumpen hier rüber gehen. Das heißt, du musst jedes Mal, nachdem eine Zündung angemacht hast, draufklicken. Kannst vielleicht deine Servolenkung hier rüber schalten und. Da gibt es halt etliche Möglichkeiten, die wir gerne hier rüber nutzen wollen würden. Und damit, falls sich mal in der Innenstadt Parker nicht einer gleich das Auto. Genau, damit nicht einer direkt wegfährt. Und ich persönlich finde halt wirklich, das passt doch optisch irgendwie geil zueinander. Ne? Dadurch, dass das beides cool. so leicht mattiert ist, wird das schon drinnen echt spacig aussehen, denke ich mal. Ne? Ja, ich glaube, das passt ganz gut so. Bisher sind wir genau so weit, dass hier diese 12 Kabel hängen. So, das heißt, wie geht es jetzt weiter? Wir müssen uns erstmal noch mal ein paar Stunden damit beschäftigen, was wie wo wir anschließen. Und das machen wir mal wieder mit einem Zeitraffer, weil ich tippe drauf, wir sind jetzt schon bestimmt 10 Stunden damit beschäftigt, mit der Elektrik. Wenn es reicht, ja. Mindestens zu zweit. Und ich sage, es gehen mindestens nochmal 10 Stunden rein. So, was man allerdings dazu sagen muss, wenn wir hier fertig sind, ist nicht ein Kabel alt. Und alle für den Motor relevanten Kabel sind neu und ausreichend fern. Ne? Ist eigentlich ein Traum. Ist sogar besser als bei mir in der Limo. Also so ein bisschen neidisch bin ich hier schon drauf. So, und dann weiß ich eh schon, im Winter wird der ZE eh noch rausreißen und diese PMU reinmachen. Aber für den Anfang, denke ich mal, sind wir so auf dem richtigen Weg. Diesen Winter oder nächsten Winter? Wir haben schon Oktober. Nächste Woche. Ja, so, ein weiterer Vorteil von freiprogrammierten Steuergerät ist natürlich haufenweise Funktionen, die wir mit dem Originalsteuergerät nicht hinbekommen. Das heißt zum Beispiel eine Launch Control, ein No-Lift-Shift, eine Traktionskontrolle, Einzelzündspulen. Beim VR6 muss man sonst immer den Zündblock mit den Zündkabeln fahren. Marius wollte schon immer diese Einzelstab-Zündspulen fahren. Das kann das Originalsteuergerät nicht ohne weiteres. Es gibt zwar Mittel und Wege, das alles umzubauen, aber wir wollten einfach mal was Neues testen. Wir wollten euch mal auf ein neues Level bringen, also euch mit dorthin nehmen, weil wir haben jetzt jede Menge Hardware gezeigt, egal ob Schweißen, Ladeluftkühler und so weiter. Ich denke, so diese Thematik Elektrik, gerade auch wie das Ganze später untereinander kommuniziert, funktioniert und so weiter, wird auf jeden Fall noch geil. Also jetzt gibt es erstmal Zeitraffer, wie wir Kabelbaum bauen und dann geht's weiter. Good Action! Wie ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt, dauert das Ganze leider doch ein bisschen länger. Herr Wehmeyer ist immer noch am Kabelknüpfen da. Ja, wir haben so ein bisschen unterschätzt, wie viel Aufwand es dann doch ist, einen Kabelbaum in geil zu bauen. Aber man macht es jetzt halt nur einmal und dementsprechend wollten wir es halt unbedingt ordentlich haben. Aber ich denke, das kann sich jetzt hier so auf jeden Fall sehen lassen. Sieht übersichtlich aus. Kommen wir an die Speicherkarte ran. Ja, andersrum gemacht jetzt. Jetzt ja. Und jetzt kann es losgehen. Ja, wenn ihr das Video seht, werdet ihr festgestellt haben, dass wir es leider gestern nicht zu L8 Night geschafft haben. War eigentlich unser großes Ziel, dass wir sowohl mit dem Golf vielleicht ein paar Meter fahren können, mit Limo auch. Praktisch sind wir jetzt an beiden Projekten so intensiv seit Monaten dran, dass es uns am Ende nicht wert war, da jetzt irgendwas übers Knie zu brechen und auch schnell fürs letzte Event fertig zu machen. Ja. Obwohl wir wirklich liebend gerne noch einmal gefahren wären. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt ein paar, sobald die Autos laufen in den nächsten Wochen, ein paar Ausweichtermine finden. Vielleicht finden wir noch irgendeine Location, wo wir mal ein bisschen fahren können. Vielleicht irgendeinen Flugplatz.
Wir werden auf jeden Fall auf den Prüfstand fahren. Aber als allererstes müssen wir jetzt die Kabellage fertig machen. Limo ist soweit fertig, läuft schon wieder. Muss ich allerdings noch das Armaturenbrett reinmachen. Das ist noch nicht drin, wie ihr im letzten Video gesehen habt. Weil auch da ist das mit dem Kenchecked Displays dann doch so aufwendig geworden, dass es halt ein bisschen mehr Action war. Also, nimmt es uns nicht übel. Dafür habt ihr jetzt ein bisschen geile Elektro bekommen. Ups, das müssen wir rauspiepsen. Und ja, ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.